Katrin Gunser hat sich als Modedesignerin für einen ungewöhnlichen Weg entschieden. Soziale Gerechtigkeit ist ihr wichtig und besonders Frauen aus dem Rotlichtmilieu liegen ihr am Herzen. In Hongkong macht sie ein Erlebnis, das die Weichen stellt für ihre Zukunft. Das Nachtleben in der Metropole Hongkong. Im Rotlichtmilieu Wan Chai bieten Prostituierte aus vielen Ländern ihre Dienste an. Katrin Gonser erinnert sich an einen Besuch. Meine erste Begegnung war eine Russin. Die hat die Tür aufgemacht und hat uns angestrahlt und hat laut gesagt, jetzt weiß ich, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und das hat mich total berührt, diese Freude bei der Frau zu sehen und aber auch gleichzeitig die Tragik ihrer Geschichte. Wir sind am nächsten Tag wieder hin und sie hat dann in Tränen die Tür aufgemacht und hat gemeint, sie darf uns nicht wiedersehen. Ihr Manager hat gesagt, er möchte nicht, dass sie weiter Kontakt zu uns hat. Und das hat mir damals echt das Herz gebrochen. Ich habe einfach durch das Erlebnis gemerkt, dass ich Frauen helfen möchte, auszusteigen und ihnen auch wirklich Alternativen anzubieten und mich auch einfach für Freiheit einzusetzen und für soziale Gerechtigkeit. Erst einmal hat Katrin Gonser nichts mit dem Milieu zu tun. Sie wächst in Deutschland auf und liebt es schon früh zu zeichnen. Für mich war das Zeichnen immer eine Zeit, wo ich entspannen konnte, wo ich einfach abschalten konnte und ja, wo kein Leistungsdruck da war, sondern wo ich wirklich einfach Freude dran hatte und die Zeit verflogen ist. Nach dem Praktikum in einer Textilfirma, da durfte ich sehr viel zeichnen, wusste ich, ich will Modedesignerin werden. Mit 20 geht Katrin als Au-pair nach Los Angeles und sammelt erste Erfahrungen im Kostümdesign. Zurück in Deutschland studiert sie an der Fachhochschule in Trier Modedesign. Während des Studiums habe ich schon gemerkt, dass der Konkurrenzkampf groß ist, also dass hohe Leistungserwartung ist. Es hat sich immer mehr entwickelt, dass jeder eben geguckt hat, dass er sich nach oben kämpft. Ich habe sehr stark mitgemacht. Ich war dann auch so ehrgeizig, dass ich das wollte und habe dann irgendwann gegen Ende des Studiums gemerkt, dass ich sehr verkopft war und habe dann für mich den Schluss gezogen, dass ich eigentlich nicht mich selbst verwirklichen möchte. Das war auch dann der Moment, wo ich mich entschieden habe, meine Diplomarbeit für Gott zu machen und ein Thema zu wählen, wo Gott verherrlicht wird und wo nicht ich im Vordergrund stehe, sondern mein Glaube. Nach dem Diplom erhält Katrin eine Anstellung bei einer Modefirma. Sie hängt sich voll rein. Die Karriere läuft. Doch die Arbeit fordert ihr alles ab. Die Modebranche ist sehr oberflächlich. Es ist mehr Schein als Sein. Man muss sich gut verkaufen können. Und es geht halt viel um Aussehen. Mir wurde gesagt, ich sei zu dick, ich soll dünner werden und solche Sachen. Und man muss erfolgreich sein. Es ist ein sehr straffes Zeit-Timing, also es sind immer wieder Kollektionen, die rausgehauen werden müssen. Es wird viel kopiert, weil gar keine Zeit ist, kreativ zu sein. Also das war was, was ich einen krassen Bruch fand von dem kreativen Studium ins Arbeitsleben. Die Arbeitsbedingungen waren sehr hart, schon von Anfang an. Mein Vorstellungsgespräch war an dem Sonntag, mein erster Arbeitstag war ein Sonntag und es wurde eigentlich regelmäßig von mir erwartet, Überstunden zu machen. Die waren unbezahlt, die wurden auch nicht dokumentiert. Ich habe dann ja schnell gemerkt, dass es mir zusetzt. Ich habe das in mich reingefressen. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich nur noch arbeite und bin dann abends nach Hause und habe geweint und wusste gar nicht wieso, weil ich einfach so leer war innerlich. Also ich habe meinen Freundeskreis vernachlässigt. Ich habe versucht, alles zu machen, um im Job erfolgreich zu sein und habe dann irgendwann gemerkt, also die Ansprüche sind so, dass man denen eigentlich nicht gerecht werden kann. Und ja, also ich bin dran zerbrochen. Und ich war dann wirklich so am Boden, also ich konnte gar nichts mehr. Ich dachte, ich kann nie wieder kreativ sein, ich kann nie wieder zeichnen oder designen, das war alles weg. Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Ich hatte mich so stark über das definiert, wer ich bin, dass ich gesagt habe, ich bin Katrin, ich bin Modedesignerin, aber das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch und ich bin von Gott geliebt und sein Kind und dass ich mir Liebe nicht verdienen muss, indem ich Besonderes leiste. Katrin verliert die Stelle und macht eine Auszeit für ein halbes Jahr. Danach arbeitet sie 6 Jahre selbstständig mit eigenem Label.
2016 schließt sich Katrin Gonser einer gemeinnützigen Organisation in Hongkong an. Unter anderem schneidet sie dort Kostüme für Auftritte und wechselt dann ins Team eines Vereins, der sich für Betroffene von Menschenhandel einsetzt. Eine der Frauen aus dem Team hat so zu mir gemeint: Katrin, komm doch zu uns. Immer wenn ich die Frauen im Rotlichtviertel frage, was die gern von Beruf werden, dann sagen die total oft, sie wären gern Modedesignerin. Und du könntest da doch wirklich ein Social Business oder irgendwas in der Art ins Leben rufen. Sie gründet ein Label und näht mit ehemaligen Prostituierten. Wir haben das Ganze Restore genannt, Wiederherstellung, weil ich das einfach passend fand, ein Leben wiederherzustellen. Das war das Ziel des Social Business. Und ich habe angefangen, mit den Frauen Schürzen zu nähen und Mäppchen und Täschchen. Eine Frau bleibt ihr in besonderer Erinnerung. Das war die Sally, das war eine Frau aus den Philippinen und die hat erzählt, dass sie total gern Modedesignerin werden möchte und konnte aber nicht nähen. Und wir haben sie dann zu uns ins Drop-In-Center eingeladen und sie hat ihr erstes Kosmetiktäschchen genäht und die hat sich so gefreut, dass sie wirklich geweint hat und mich umarmt hat. Und hat ja, die war einfach Feuer und Flamme, wirklich auch den Ausstieg zu schaffen und sich ein eigenes Business aufzubauen. Das fand ich total schön und das hat mich auch total berührt. 2019 gibt es politische Unruhen in Hongkong und Katrin fehlt das soziale Umfeld. Nach 3 Jahren in der Großstadt zieht sie zurück in die Heimat. Ihr Herzensanliegen, ehemalige Prostituierte zu beschäftigen, möchte Katrin in Deutschland verfolgen. Auch hier floriert das Geschäft. Deutschland gilt als Drehscheibe der Prostitution in Europa und hat eins der liberalsten Gesetze der Welt. HOPE ist ein Verein, der sich seit 9 Jahren für Frauen einsetzt, die von Menschenhandel und Zwangsprostitution betroffen sind. Marieke Weber ist im Straßenteam tätig. Wir gehen einmal die Woche raus zu den Frauen nach Heilbronn und auch nach Schwäbisch Hall. Und dort besuchen wir die Frauen. Wir haben Gespräche mit ihnen. Sie erzählen von ihrem Alltag, von ihrem Leben. Viele Frauen haben auch Fragen, haben keine Ansprechperson im Alltag, wo sie die Fragen stellen können. Wir verteilen natürlich auch oft Hygieneartikel, Kondome. Wir verteilen Kaffee und Tee. Wir haben immer wieder Selbstgebackenes dabei. Und haben einfach Gemeinschaft mit den Frauen. Frauen leiden daran, dass sie zum einen nicht gehört werden, dass sie zum anderen unterdrückt werden. Viele Frauen haben Zuhälter, leben in Armutsprostitution, werden gezwungen von ihrer eigenen Familie. Ganz, ganz viele Frauen kommen aus Osteuropa, haben keine Bildung, manche haben nicht mal einen Schulabschluss und sie haben auch überhaupt kein soziales Umfeld. Wenn Frauen signalisieren, dass sie aussteigen möchten, kommen sie in ein Schutzhaus. Dort werden sie unter anderem seelsorgerlich betreut. Wir haben Frauen, die sind körperlich verletzt. Also man sieht die Wunden am Körper. Und die meisten Frauen sind alle sehr stark traumatisiert. Wenn die Frau bei uns zum ersten Mal ins Schutzhaus kommt, dann machen wir die ersten paar Tage ganz ruhig, noch keine großen Ausflüge oder Pläne. Wir versuchen so ein bisschen was von ihrem Leben rauszubekommen, woher sie kommt, ob sie Kinder hat, ob sie Schulden hat, ob sie stark gefährdet ist. Ob sie zu einem Arzt muss, vielleicht möchte sie sogar auch eine Aussage machen, aber das sind alles Dinge, die sich erst so in den nächsten Wochen und Monaten dann klären. Am Anfang müssen wir manchmal auch nachts da sein, weil sie sehr starke Albträume haben und sich einfach noch nicht wohlfühlen, gleich die ersten paar Tage. Das Ziel ist, dass sie alleine leben kann irgendwann, ein Leben in Freiheit führt, irgendwann einen Job hat, ein Auto, eine eigene Wohnung. Und bis dorthin muss die Frau ganz viel lernen. Wir versuchen mit ihr den ganz normalen Alltag einkaufen gehen, kochen, backen, auch mal wieder rauszufinden, was habe ich eigentlich für Gaben und Talente, was macht mir Spaß, weil das haben die Frauen über viele Jahre nicht mehr gehabt. Wir bieten in der Woche eben durch Dress to Bless das Nähen an, damit Frauen auch lernen, ich habe einen Arbeitsweg, ich muss wo pünktlich ankommen. Ich habe einen Feierabend, ich habe eine Chefin. Apropos, die Chefin in diesem Fall ist Katrin. Das Social Business Label Dress to Bless konnte sie 2020 zusammen mit dem Verein gründen. Die Frauen erleben hier ein sicheres Umfeld, in dem sie wirklich sich auch
entfalten können, dass jede merkt, dass sie Gaben und Talente hat, die in ihr schlummern und die man einfach nur wieder hervorholen will oder neu entdecken kann. Und kreativ sein und wirklich auch was mit den Händen zu arbeiten, finde ich, ist was total Schönes. Ich finde, das gibt Selbstwertgefühl, wenn man sehen kann, das habe ich gemacht und ich kann was Neues lernen. Dieser Neubeginn, das ist was, was uns wichtig ist. Katrin lehrt die Frauen das Handwerk. So entstehen Accessoires aus hochwertigen Biostoffen. Sie hat große Ziele. Meine Vision ist, dass Dress to Bless wächst und dass wir einfach mehr Frauen anstellen können, dass wir gesunde Arbeitsplätze schaffen können und wirklich den Frauen eine alternative Einnahmemöglichkeit dauerhaft ermöglichen können, dass sie den Ausstieg langfristig schaffen und wirklich Erfüllung auch im Berufsleben finden und Freude bei der Arbeit haben. Und dann gucke ich mal, was ich mit dem, ob wir da vielleicht noch eine Tasche oder irgendwas rauskriegen. Mhm. Mir war es schon lange Zeit ein Herzensanliegen. Meine Gabe, die Gott mir gegeben hat, ist kreativ sein, mit was Sozialem zu verbinden. Und das finde ich schön, dass ich das kann oder darf hier. Ich sage immer, Gott war der erste Designer, er machte den Menschen Kleider. Und ich finde, Bekleidung ist was Schönes und es kann Schönheit betonen. Und ich glaube, dass wir auf der Welt sind, um Menschen zu helfen und um füreinander da zu sein. Und in der Modebranche ist es oft so, dass jeder nur an sich denkt und es halt um Selbstverwirklichung geht. Und bei Dress to Bless geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern wirklich darum, Menschen zu helfen.